Zerren. Benjamin, du lieber Elefant, kannst sprechen und bist überall bekannt. Zerren. Benjamin, wir wollen dich gerne sehen, wir lieben dich. Zerren. Benjamin Blümchen. Hier kannst du klicken, um ein neues Spiel zu beginnen oder in einem früheren Spiel weiterzumachen. Die Symbole merken sich, an welcher Stelle du das Spiel beendest. Du kannst also immer dort weitermachen, wo du aufgehört hast. Klicke einfach auf ein Symbol und schon geht ein neues Spiel los. Klasse! Viel Spaß mit Otto und Benjamin auf Burg Eintracht. Benjamin, ich langweile mich so. Warum denn, Otto? Weiß ich auch nicht. Können wir nicht etwas unternehmen? Ich habe eine tolle Idee. Wir fahren zur Burg Eintracht und besuchen Kasimir. Unseren Freund Kasimir? Das kleine Burggespenst? Super, Benjamin! Guck mal, Benjamin, da ist Kasimir. Was ist denn mit dir los, Kasimir? Du siehst so traurig aus. Schön, dass ihr hier seid. Ich war gerade auf dem Weg zu euch. Zu uns? Ja, ihr müsst mir helfen. Auf meiner Burg? Naja, spukt es. Das ist richtig lustig. Ein Gespenst hat Angst vor Gespenstern. Gut, Kasimir, wir helfen dir. Was sollen wir tun? Das erkläre ich euch drin. Hey, Benjamin, da ist ja noch wer. Toll, dass du da bist. Dann können wir Kasimir ja gemeinsam helfen. Seit ein paar Tagen spukt es hier. Aber auf einer Burg kann immer nur ein Gespenst leben. Das ist uraltes Gespenstergesetz. Gespenstergesetz? Ja, mein Onkel Frederik hat seine eigene Burg in Schottland. Aber mein Vetter Kaspar hat noch keine. Kann man das Gespenst hier vielleicht einfangen? Ja, man muss eine Gespensterfalle bauen. Eine Gespensterfalle? Ja, dummerweise habe ich das Buch über die Gespensterfalle irgendwo in der Burg verloren. Dann suchen wir es. Na klar, Benjamin. Und du kannst uns dabei helfen. Uiuiuiui, toll, ihr helft mir. Ihr schaut euch am besten alleine hier um. Auf dem Tisch liegt ein Heft über die Burg. Übrigens, es soll hier einen Geheimgang geben. Ach, ich gehe eine kleine Runde schlafen. Wir treffen uns dann später hier, um die Gespensterfalle zu bauen. Bis später, Kasimir. Guck mal, hier kannst du ein paar Sachen einstellen. Stimmt genau. Und wenn du wissen willst, was du einstellen kannst, klicke mit der Maus auf ein Symbol und wir erklären es dir. Hier kannst du die Lautstärke einstellen. Hallöchen erstmal. So, endlich. Ach, ich wollte euch den Anfang nicht vorenthalten, weil man hier drin jetzt erst den Ton irgendwie von dem Spielgerät, also leiser schalten kann, weil man kann mich ja gar nicht mehr verstehen. Und ja, wie ihr schon gemerkt habt, sind wir voll mittendrin in einer Geschichte um Benjamin Blümchen und den kleinen Otto. Und ja, und wenn ihr euch fragt, warum ich so ein Spiel spiele, dann ist es ganz einfach zu erklären. Denn als kleines Kind habe ich liebend gerne die Hörkassetten von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gehört. Und da dachte ich mir, naja, wenn es da jetzt ein Spiel gibt, also schon länger, aber wenn es da ein Spiel davon gibt, dann musst du dir das doch mal holen und einfach mal gucken. Und dann habe ich mir natürlich gleich eine Gruselgeschichte genommen. Ja, und wir sind hier auf der Burg Eintracht, die ja auch in der einen oder anderen Folge von Benjamin Blümchen vorkommt.
Und ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu leise gemacht, aber das war unmöglich. Ich habe das vorhin schon mal probiert und ich war bei den 4 Kästen vorne aber stehen geblieben, die man am Anfang drücken musste, weil dann ja ein neues Spiel beginnt und wie gesagt, ich wollte euch das hier einfach nicht vorenthalten. Ich hoffe, ich bin trotzdem nicht zu leise. Ansonsten darf ich das alles nochmal machen. Also ich mache jetzt erstmal die ersten 10 Minuten, schaue es mir dann an und hoffe einfach, dass es alles funktioniert. Und mir ist gleich noch aufgefallen, gleich als er anfing zu sprechen, musste ich mir ein Lachen verkneifen. Der Sprecher von Benjamin Blümchen, das ist ja der uns allseits bekannte Mr. Krabs von SpongeBob. Also von einem Elefanten zum Krustentier. So, und wir machen jetzt hier mal weiter. Oha, wenn es denn weitergeht. Da könnte man was hinstellen. Jetzt ist es zu leise, oder wie? Jetzt werdet mal nicht komisch. Da könnte man was hinstellen. Ja, ja, das weiß ich selber. Hier können wir sehen, was im Beutel ist. Da ist doch was. Meine Zuckerstückchen. Ah, ja, stimmt. Benjamin liebt ja Zuckerstückchen. Wenn du hier klickst, erklären wir dir nochmal alles, was du einstellen kannst. Ah, ja. Wenn du hier klickst, kannst du das Spiel beenden. Aha. Das ist das Heft, von dem Kasimir gesprochen hat. Hier wird die Burg ganz genau beschrieben. Wenn du mehr wissen willst, klicke auf den Text. Auf den Fotos siehst du die Orte, die wir finden und besuchen sollen. In der Ahnengalerie waren wir noch nicht. Das weiß ich auch. In der Ahnengalerie hängt das berühmteste Bild des dicken Ritters. Die Legende sagt, dass er einst im Turnier den bösen Ritter besiegte und daraufhin Burg Eintracht erbauen ließ. Aha. Wir können in den Rittersaal gehen. Ich dachte ja, dass die Bilder dann größer werden und man das besser sieht, aber nee. Im Rittersaal sind die wertvollsten und bedeutsamsten Rüstungen ausgestellt. Vor allem die Turnierrüstung des dicken Ritters verdient besondere Aufmerksamkeit. Otto sollte Burgführer werden. Die Küche. Da haben wir noch nicht gesucht. Das weiß ich auch. In der Burgküche wurde manchmal für viele 100 Gäste gekocht. Von dort gab es auch geheime Verbindungen zu anderen Räumen der Burg. Aha. Aha, da ist dann wahrscheinlich unser Geheimgang. Kasimirs Turmzimmer. Da waren wir noch nicht. Ja. Über eine alte Wendeltreppe aus Stein gelangt man in ein kleines Turmzimmer. Angeblich wohnt und schläft dort das kleine Burggespenst Kasimir. Das niemand kennt. Die sind für die Touristen. Burgführung mit echtem Gespenst täglich um 12 Uhr. Wie, 12 Uhr mittags? Welches Gespenst ist denn da wach? Die sind für die Touristen. Ach so, ich dachte, die sind verschiedene. Ja. So. Hey, da ist der Rittersaal. Da will ich hin. Alles klar. Möchtest du auch in den Rittersaal? Ja, sonst hätte ich ja nicht draufgeklickt. Toll, Otto. Ich bin schon ganz gespannt. Musste ich nochmal klicken? Was ist denn das? Guck mal, siehst du das? Das ist ein Drucker. Die Teile hier kannst du nämlich bewegen und zusammensetzen. Außerdem kannst du dir jederzeit Ritter zum Ausmalen ausdrucken. Ja, das ist genau das, was ich natürlich brauche. Ganz dringend sogar. Sowas, und ich soll das Zeug jetzt hier zusammenbauen? So ein Durcheinander. Das ist ein Arm. Eigentlich sollen die Rüstungen wie auf dem Bild aussehen. Welches Bild? Hä? Welches Bild? Ein Brustkorb, das hält? Das hält. Ich hab's gemacht. Ah, so, ich gucke jetzt mir erstmal die Aufnahme an. Mal gucken und ich hoffe, dass sie geworden ist. Bis später. Hallöchen, da bin ich wieder und die Aufnahme ist geworden, aber wir müssen
nochmal kurz zurück. Hier kannst du die Lautstärke einstellen. Ja, du bist doch relativ laut jetzt eingestellt. Ich war nämlich jetzt auf der neuen Einstellung. Auf der neuen Aufnahme war ich irgendwie plötzlich doch wieder lauter zu hören, was ich nicht verstanden habe. Oh Gott, gut, ich hoffe. Wir gehen in den Rittersaal. Was heißt hier nun gut? Da wolltest du hin? Ich hoffe nur, ich bin wirklich ein Brustpanzer. Ob das hält? Wieso war der überhaupt weg? Wie, ob das der hält? Der sieht aber schwer. Das sieht lustig aus. Das soll nicht lustig aussehen. Aber wieso? Das muss man doch irgendwo hochhängen. Ein Helm. Toll. Ja, weil... So ein Brustpanzer wiegt fast 50 Kilo. Genau, mach so weiter. Ja. So, hier muss aber noch ein Dritter sein, da? Versuch's nochmal. Aha, also muss der da wahrscheinlich hin. Genau, mach so weiter. Ja. Oh Gott, auf welchem Bild überhaupt? Guck mal, Otto. Damals gab es auch dicke Ritter. Ach ja, Benjamin Blümchen ist ja selbst so zu einem dicken Ritter gekürt worden. Ich hatte nämlich mal die eine Folge. Benjamin Blümchen als Ritter, genau. So ein Turnier war bestimmt spannend. Ja, wenn man nicht gestorben ist, dann bestimmt. Noch mehr. Sieht der nicht toll aus? Ja, ach ja, schaut mal, was der anhat. Wo sind denn die gestreiften Beinkleider? Das ist ein, bist du sicher? Nein. Da ist ja noch ein Bein. Das ist mir gerade nur abgefallen. Wusstest du, dass das eigentlich Beinröhre heißt? Das sieht aus. Gickst. Ein Schild? Ja. Wo gehört das jetzt hin? Warum sagt ihr nichts? Ein Schild. Das ist richtig. Ah. Ein Schild. Toll. Ja. Aber hier muss irgendwo noch ein drittes sein. Nehmen wir erstmal das andere. Das sieht ziemlich lustig aus. Aha, also ist das wahrscheinlich falsch. Das ist richtig. Gut. Das ist richtig. Bist du sicher? Nein. Das hast du toll gemacht. Super. Ja, ich weiß. Ach, ich habe früher super. Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg geliebt. Ah, naja. Schön, das sieht toll aus. Ich hatte auch ein Spiel von Bibi Blocksberg geholt, aber das geht natürlich nicht. Da hat er gesagt, das Spiel ist zu alt für meinen Computer. Ja, toll. Das ist ein Arm. Super. Ja. Man hat früher Armzeug dazu gesagt. Das hast du toll gemacht. Auch interessant, was der Kleine toll. Sagt. Toll. Ach nee, der Kopf ist scheinbar richtig. Damit sieht man ja nichts. Toll gemacht. Damit sieht man jetzt. Na, das Bunte kommt so alles zu dem hier hinten. Kann das nicht stimmen, oder? Nee, ich dachte, das Bunte kommt alles zu dem hinten hin. Toll gemacht. Aha. Dann kommt das Bunte halt nicht nur zu dem da hinten. Das ist ein Arm. Bist du dir sicher? Nö. Wenn du mich jetzt so drauf ansprichst... Sieht gut aus. Stimmt, wäre auch viel zu groß für dich. Tada! Der erste Ritter ist fertig. Du machst das prima. Ja, ich bin ja auch schon ein Stückchen älter. Na komm, nimmst du jetzt wohl? Ja, toll. Kann man das hier nehmen? Eine Lanze. Lanze, Leute. Gehört die wirklich dahin? Bestimmt. Ganz schön spitz. Hierhin. Super. Das hast du ganz toll gemacht. Ja, danke schön. Der Ritter hat keinen Kopf. Hä? Hier liegt doch gar kein Kopf mehr rum. Wollt ihr mich rollen? So ein Turnier? Ja. Guck mal, Otto. Ich suche ja nur... Ach, dann ist wahrscheinlich so ein goldener Helm. Wo kriege ich sieht den der? Her? Das hier ist der, genau. Ach, und das ist... Nee, das ist der. Und dann ist das da der. Ja, aber dann fehlt mir trotzdem noch ein Helm. Nein, nicht schon im ersten Ding hier. Ah, schön. La, 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 la.
Drache. Hast du den Geheimgang gefunden? Nein. Nein, leider nicht. Ach so, die haben gar nicht mit mir geredet. So. Hä? Wo ist denn jetzt hier, verdammt nochmal? Oder wir können die vielleicht jetzt das noch gar nicht finden, aber irgendwo muss doch hier... Ach nee, der Plan. Aber irgendwo muss doch hier noch... Meine Zuckerstückchen. Lecker Zuckerstückchen. Die sind nicht gut für die Zähne. Aber irgendwo muss doch hier noch der Kopf sein. Also der Helm. Wahrscheinlich finden wir den irgendwo anders. Da geht's in die Eingangshalle zurück. Wir kommen später wieder. Genau. So. Dann gehen wir nochmal in den Keller. Da unten ist die Burgküche. Soll mal sehen, wie es da aussieht. Oh, jetzt habe ich zu schnell gedrückt. Es tut mir leid. So. Eine Maus. Was war das denn? Das klingt aber eher wie Western. Hier brennt ja ein Feuer. Das können wir brauchen. Rauchen. Das wackelt ja. Das sollten wir uns genauer ansehen. Noch mal gucken. Da kann man eine Fackel befestigen. Ja, das war mir schon klar. Und da steht der Besen von Bibi Blocksberg. Hier konnte ich doch gerade irgendwas... Damit heizt man den Kamin. Haben wir uns jetzt was gemacht? Nein, haben wir nicht. Ist ja fast wie ein Wimmelbild. Das wackelt ja. Ja, na, dann mach das doch mal das. Das sollten wir uns genauer ansehen. Mach doch mal das wackelt Fenster raus. Ja. Das sollten wir uns genauer ansehen. Da geht es zurück in die Eingangshalle. Ja, bitte. Erstmal überall gucken. Ist da oben die Ahnengalerie, Otto? Ja, ich glaube schon. Sollen wir mal hingehen? Ja, nee, ist klar. Headbanging. Das sind aber viele Stufen. Naja, es geht. Ist ja ganz friedlich hier. Na, hoffentlich. So viele alte Bilder. Ihr habt das Gespenst gerade nicht gesehen, wa? Scheint kein Geheimgang zu sein. Gesundheit. Ja, ist ja wie bei Harry Potter. Das klingt hohl. Hurra, du hast den Geheimgang gefunden. Oh. Huch. Moment mal, Otto. Das ist gar kein Eingang. Schade. Aber wir müssen einfach weitersuchen. Genau. Scheint kein Geheimgang zu sein. Naja. Otto, was ist das denn? Hä? Schau dir das Bild genau an. Irgendetwas stimmt nicht damit. Hä? In dem Bild so. Hier Ach, gibt ja, es was zu entdecken. Ja, genau. Was noch mehr? Ach, na klar, das Schild. Ah, ist ja wirklich wie ein Wimmelbild. Was hat er gesagt? Ist ja wirklich wie ein Wimmelbildspiel. Toll. Ist das ein Fahrrad oder sind das so Kutschenspeichen? Eine ist noch übrig. Einer noch. Ist ja wirklich fast wie ein Wimmelbild. Ach, na da. Toll. Dieser Spuk ist vorbei. Lustig. Wie geil. Genau. Jetzt ist es noch normal. Noch